Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Mein Name ist Katja, 37 Jahre alt und erkältet. Ja, toll, ne? Jetzt kommen die schönen Temperaturen gerade wieder raus. Der Sommer ist kurz zurück und ich habe den Rotz. Ja, vielen Dank, mein Kind, dass du mich angesteckt hast. Dem Kind geht's wunderbar, der hatte einen Tag eine laufende Nase und das war's. Bei mir sitzt es richtig fest. Ich habe, ne, hier oben sitzt es drinne. Ja, aber nichtsdestotrotz muss hier ein bisschen gemacht werden. Ich werde heute aber nicht allzu viel machen. Ja, meine Nase ist schon ganz wund. Vom Naseputzen, die muss ich gleich mal eincremen. Aber ich werde euch jetzt mitnehmen, wie ich hier die Küche ruckzuck fertig mache. Dann muss ich noch Wäsche aufhängen und eine Wäsche machen. Und ja, das war's dann auch für heute. Ja, bevor gar nichts online kommt, habe ich mir gedacht, ein bisschen wenigstens. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns nachher nochmal wieder. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking. Hoch ins Badezimmer verkrochen. Ich habe heute den Luca zu Hause gelassen, der hatte heute Morgen keine Lust in den Kindergarten zu gehen und ja, er war die letzten Tage sowieso schwer in den Kindergarten zu kriegen und auch dort zu bleiben, weil seine Geschwister sind nicht da. Ne? Er vermisst sie also wirklich sehr und wir haben gestern einen Videocall gemacht mit ihm und den anderen beiden und er hat wirklich bitterlich geweint, ne, was uns allen wirklich das Herz zerrissen hat. Er hat jetzt dann heute, ich musste heute nicht arbeiten, sondern gestern und morgen am Samstag habe ich Spätdienst. Deswegen durfte er jetzt heute zu Hause bleiben. Wir gehen gleich raus, ich kann Wäsche aufhängen draußen und er Fahrrad fahren. Papa hat nämlich gestern an das kleinste Fahrrad, was wir haben, was jetzt schon dann quasi an Kind 3 weitergegeben worden ist und was vorher auch schon in anderer Kinderhände waren, und zwar von meinem Patenonkel, hat uns quasi das Fahrrad weitervererbt, Stützräder wieder dran gemacht, so, da wollte ich hin, und der Luca übt jetzt fleißig Fahrradfahren, genau, also Laufrad kann er, Roller kann er auch und jetzt ist er Fahrrad mit Stützrädern, genau. Ihr könnt hier da sehen, wir haben Badezimmermöbel. Ja, ich habe bei eBay Kleinanzeigen schon länger suche ich und habe jetzt dann auch was gefunden, habe ich vorgestern abgeholt. Ist noch nicht optimal strukturiert und eingeräumt, und aber da fuchse ich mich jetzt so nach und nach rein. Unterm Waschbecken steht auch ein kleiner Schrank. Ja. Nichts Besonderes, gut. Ich hole jetzt die Maschine Wäsche, also die Wäsche aus der Waschmaschine, stopfe Niklas seine Bettlaken da rein, er hat nämlich ein neues Bett bekommen auch und die Annalena hat einen Kleiderschrank bekommen. Also wir haben diese Woche, habe ich viel gemacht. Genau, so, nee, also Wäsche rausholen, neue Wäsche rein und Wäsche abhängen. Die hatte ich nämlich gestern Morgen vor der Arbeit noch hier aufgehangen. Genau, ja, guck zu. Hinterlasst mir ein Abo, ganz wichtig. Also das ist, liegt mir sehr am Herzen, ja, dass ihr mich auch abonniert. Ne? Also ich habe
knappe 70% meiner Zuschauer haben noch kein Abo. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da ein Abo hinterlassen würdet und mich ein bisschen unterstützt. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich quatsche jetzt nicht mehr viel, sonst läuft die Nase direkt wieder. Und ja, Haare war heute Morgen auch Bad Hair Day, deswegen dieses komische Ding da oben. Naja, ist halt ein Gammeltag heute, ne? So, viel Spaß. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. Ja, Kamera war ein bisschen blöd in der Einstellung, aber naja, okay. Ich wollte euch die Möbel mal kurz zeigen. Also wir haben jetzt hier einen Hochschrank, etwas kleiner. Ja, ich habe da jetzt Handtücher drin, Vorräte, also auch alles, was ich aus den Boxen habe, was ich vielleicht noch gebrauchen kann oder für Verlosungen, Trash-Pakete, ja, sowas halt, ne? Dann sind hier Duschhandtücher schon, da fehlen aber noch welche, weil die sind in der Wäsche oder in Benutzung oder jetzt auch gerade im Urlaub mit den Kindern. Hier haben wir dann noch kleineren Handtücher, aber da sind auch noch nicht alle drinne. Und dann haben wir hier noch den Unterschrank. Ja, ich finde, die Farben passen hier sehr gut rein, weil dieses dunkle Grau findet sich halt in der Tapete auch wieder. Und von daher finde ich das jetzt nicht verkehrt, ne? Und ja, die gab es fast für geschenkt, aber nicht für geschenkt. Also ein bisschen habe ich bezahlt. Wie viel muss ich ja jetzt nicht sagen. Aber es war wirklich nicht viel. Genau. Dann hat der Niklas ein neues Bett bekommen. Auch dieses ist von eBay Kleinanzeigen. Ja, da liegen jetzt noch Matratzen drauf. Also eine kommt auf jeden Fall noch weg. Da weiß ich aber echt noch nicht, wohin. Bin überlegen, dem Luca eine kleine Kuschelecke in sein Zimmer einzurichten. Aber dafür muss halt noch ein bisschen Spielzeug weichen. Genau. Und die Annalena hat einen Kleiderschrank bekommen, den die Jungs auch beide haben. Und jetzt, das Chaos hat Mama verursacht. Also da hat das Kind keine Schuld, die hat er aufgeräumt. Wir mussten aber auch ein bisschen Möbel umstellen. Und ja, das ist, ich habe noch Kleidung aussortiert. Das kommt noch, das werden wir verschenken. Ich habe da eine Freundin, der ihre Tochter ist, quasi in der kleineren Größe, wie wir jetzt gerade sind. Und deswegen kriegt die das. Ja, genau. Den Kleiderschrank habe ich natürlich auch schon eingeräumt. Er ist von Ikea. Das ist der, wie heißt der? Mir fällt gleich der Name ein, beziehungsweise ich kann auf die Anleitung gucken. Ja, der sieht halt, ne, ist eine Doppeltür mit Kleiderstange. Und dann hier einmal mit Regalböden. Ja, prinzipiell alle Oberteile hänge ich auf. Hosen werden natürlich in den Schrank gelegt. So, das ist der Klepstadt von Ikea. Wen interessiert, 79,99. Und ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Ne? Also hier muss ich auch noch rein. Genau, und beim Luca muss ich gucken. Also ich wollte auf jeden Fall das Tut-Tut-Flitzer wollte ich mal aussortieren, nicht wegmachen, einfach mal auf Seite stellen, weil damit spielt er wirklich recht selten, beziehungsweise die
Autos sind hauptsächlich da, alles andere wird nicht bespielt. Die Duplo-Kiste ist sehr oft in Benutzung. Die Kiste, da sind Fahrzeuge drin. Und da ist auf jeden Fall eine Kiste mit Playmobil 1, 2, 3. Die werde ich auf eBay Kleinanzeigen setzen. Das hat dieses Kind noch nie angefasst zum Spielen. Deswegen kommt das jetzt weg. Ja, hier ist wie gesagt auch nicht aufgeräumt. Dann haben wir hier noch das Barbie-Haus stehen, was er von Annalena geerbt hat. Das muss auch drinnen bleiben, das spielt er echt wirklich viel mit. Deswegen muss ich hier nächste Woche mal gucken, ob ich hier irgendwas optimieren kann, umstellen kann, dass hier eine Kuschelecke rein kann. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall machbar, dass ich das Bett vielleicht hier reinstelle. Das wird auf jeden Fall dann schön gemütlich. Die Matratze wollen wir nicht weggeben, weil der Luca ja auch in ein paar Jahren dann halt... Und ja, die Matratzen, das Video habt ihr gestern gesehen, das kam am Samstag online. Das sind ja die von dem Bett von meinem Mann und mir. Jetzt, wo wir ohne Topper draufgelegen haben, fühlen sie sich noch recht gut an. Und ja, deswegen kriegen die Kinder dann jetzt, also die Jungs. Die sind ja auch wesentlich leichter wie wir, also deswegen wird das wahrscheinlich gut gehen. Wenn nicht, werden wir dann halt die entsorgen und neue kaufen. Aber erstmal reicht das so. Ja, genau. Das Kind ist schon rausgerannt, Fahrradfahren. Der fährt eine große Einfahrt vor der Tür. Da wird er jetzt Fahrrad fahren, ich gehe Wäsche aufhängen und ich würde sagen, ich beende das Video hier, ja, weil jetzt ist halt, beim Fahrradfahren muss ich dabei sein und naja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an diesem wirklich kurzen Video und wir sehen uns nächste Woche alle gesund und munter wieder. Bleibt ihr gesund, macht es gut, bis dann, ciao.